Willkommen zurück bei Cryostasis. Oje, oje, wo sind wir denn jetzt? Na! Hallo, niemand da? Was ist das? Hey! What the fuck? Was ist das? Oh, ich kann das nicht lesen. Egal. Okay, was ist da drin? Hallo? Ah! Was ist das? Ah! Geh weg, geh weg, geh weg! Ah, nein, 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 geh weg, geh weg! Ah! Verdammt! Das Dampfen macht mich ganz nervös. Okay. Hallo? Ich hab mich verlaufen. Nichts. Kann man das öffnen? Ja. Ah! Scheiße. Selbstzerstörung in 30 Sekunden. Ach du Scheiße. Da geht's raus. Nein, 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 nein. Ich will, nein. Scheiße, wir kommen hier nicht mehr raus. Shit. Ah doch, wir kommen hier noch raus, aber egal. So, und jetzt, wir müssen hier hoch, dann sind wir draußen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier unten ist die Hölle. Und jetzt müssen wir hier... Ah! Okay. Let's... Lad schneller. Na los jetzt. Los. Los. L-A-D-E. L-A-3-E. Na gut. Ach nee, sind wir wieder hier. Oh. Das hätten wir uns sparen können. Na gut, dann hier aktivieren. Ja, 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 komm, kennen wir schon alles. Ja, 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 komm. Nerv nicht. Ja, jetzt kommt wieder die Vision gleich. Moment, und zwar genau jetzt. Jetzt. Aha. Ja, komm. Oh, ich habe solche Angst. Da. Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Ah. Da stirbt man echt. Verdammt. Ist das so hässlich, dass man gleich in Koma fällt, oder was? Der muss aber sehr hässlich sein. Na komm jetzt. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Also. Ach! Immer fahre ich darauf rein. Okay, hier. Schalte drücken. Ja, eigentlich kann man da auch rüberjumpen, aber egal. Kommen wieder diese hässliche Spaten meine ich. Lass mich in Ruhe. Wow, alles läuft in Zeitlupe, episch. Na gut. So, und jetzt heißt es nachdenken, bevor man geht. Ist hier was drin? Nee, schade. Ich dachte, jetzt kriegen wir jetzt eine Mörderwaffe, die jeden Zombie one-hittet, den wir treffen. Ja. Oh, darauf falle ich immer wieder rein. Ja. Schieb mich doch nicht weg. Automatisch öffne die Tür. Das ist höchst modern. Aber die Grafik ist hier schon echt sehr geil. So, okay. Was machen wir jetzt? Wir können in den Tod springen, das wäre Option 1, Selbstmord. Wir können auch hier versuchen, darüber zu jumpen, das wäre aber ein bisschen riskant. Ich mach's mal. Wow. Puh, okay, soweit so gut. Das ist schon mal der richtige Weg. Hier drüber. Wow.
Nichts übertreiben, Kevin, nicht übertreiben. Ich spring jetzt mal darüber. Ah! Puh, okay. Dachte nicht, dass wir es schaffen, aber gut, wir haben es geschafft. Hier über die Leiter, dann hier hoch. Sieht aber nicht sehr stabil aus. Im Gegenteil, es sieht sehr unstabil aus. Oje, oje. Das sieht voll stabil aus. Ich gehe ja mal drüber, ne? Oh mein Gott. So, und jetzt, keine Ahnung. Ich glaube mal, jetzt geht's hier weiter. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Aha, da ist eine Tür. Okay, wir waren richtig. Ich kann mich nur erinnern, beim ersten Mal war ich da so lange gehangen an der Stelle, weil ich nicht wusste, dass es hier weitergeht. Aber jetzt habe ich es beim ersten, okay, beim zweiten Versuch geschafft. Alles ist rot. Oh mein Gott. Wärmen. Wärmen. Okay, genug gewärmt. Ah! Okay, den hätten wir erledigt. Ah ja, und er hat ein weiteres Magazin von der Waffe, die wir im letzten Part bekommen haben. Sehr schön. Das Geile an der Waffe, man kann hier im Dauerfeuer, man muss hier nicht immer nachladen. Warte doch auf mich, ich will Autogramm von Ihnen. Ich bin Ihr größter Fan. Was haben wir jetzt da gemacht? Achso. Na gut, ein bisschen Licht für zwischendurch. Du willst dich mit mir messen, hä? Komm her! Tja, das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt, Freundchen. Du bist tot. Ich lebe noch, ich lebe noch. Bam, ich bin tot. Bah! Das war jetzt gar nicht so unrealistisch gewesen. Fuck. Scheiße, ich bin tot. Hoffentlich war da jetzt ein Autosave drin. Ich möchte das jetzt ungern nochmal machen. Drücke L-Maus um das Spiel. Ach, ein Glück, ich dachte schon, wir wären hier wieder an der anderen Seite. So, wir müssen vorsichtiger kämpfen. Das Problem ist, ich hatte in dem Kampf gerade mich nicht bewegen können, weil ich dauernd beschossen wurde irgendwie. K.A. So. So, ich gehe jetzt auf die Knie und schleiche mich ran. Hehe, erwischt. Hey, so funktioniert es ganz gut irgendwie. Ich glaube, ich sollte jeden Kampf so bestreiten. Und tschüss. So. Er hat seine Waffe liegen gelassen. Oder sagen wir sein Magazin. Laden wir mal nach. Okay. Halt, warte! Kann ich kein Autogramm haben? Ach, Menno. Niemand will mir sein Autogramm geben. Ich bin so alleine. Na gut. Hä? Wo ist das Licht? Ach, da oben. Ich dachte, es wäre hier in dem Schrank drin. So, jetzt wieder vorsichtig, vorsichtig ranschleichen. Und du hältst deine Klappe, ja? Ich bin nicht länger dein Fan. So, das hast du davon. Und ein weiteres Magazin. Gleich kracht ja alles zusammen. Genau jetzt. Oh, und jetzt schnell, schnell, schnell in Deckung, Deckung. Hier ist Wärme. Schnell wärmen. Wärmen. Okay. Jetzt lege ich mich mit den Idioten an. Na, kommt's her! Er hat meine Deckung kaputt geschossen. Ah! Okay, den einen hätten wir erledigt, jetzt kommt der andere.
Verdammt, wir haben nur noch zwei Schüsse. Gut, und damit haben wir keine Schüsse. Ah, warte, wir haben ja hier noch ein Magazin, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann haben wir eben noch ein Magazin. Zwei Magazine. Und halt auch die Waffe. Ah, der hat die andere, okay. Ist ja nicht so schlimm. So, wo sind wir jetzt? Autosave, bitte. Ah! Oh, nicht schon wieder der Handwerker. Der Hausmeister ist da. Hausmeister. Reinigen Sie mal das Gebäude an, statt mich hier zu attackieren. Meine Güte. Da fällt mir ein, wir müssen uns noch wärmen. Gehen wir schnell zurück. Eiszapfen. Nachladen, wir haben mehr Zeit. Klick, klack. Okay. Ach, öffne die Tür. Und was sehe ich hier? Nichts Besonderes. So. Wo sind wir hier jetzt? Komisch. Ah, hier hat wir uns eben. Hier hat irgendjemand uns eine Postkarte hinterlassen. Wir werden weit mehr verlieren, wenn es so schlimm ist, wie es aussieht. Schlimm für wen? Für die Mannschaft, in der jedes Mitglied die Navigation zum Nordpol für ein Kinderspiel hält? Wo der Wind wie eine wilde Bestie heult, fahre weiter und halte Ausschau. Die Bestie weist dir den Weg in die eisige Hölle. Und du kannst nicht einschlafen, weil dir die Kälte langsam die trockene Kehle hinunterkriecht und sich wie ein eisiger Ball in deinen Eingeweiden festsetzt. So begrüßt dich der Nordpol. Keine Fanfaren, keine Flaggen, keine Reden. Stattdessen zerstört er alle deine Illusionen. Und plötzlich erscheint dir das Gute von Mutter Erde fremd und halb vergessen wie ein Traum. Nur wenn dies geschehen ist, kannst du den Nordpol wirklich verstehen, der dann für immer bei dir bleibt. Okay, Schalter. Ah, was hab ich getan? Hä? Verdammt! Diese Lampe macht mich ganz nervös. Oh Gott, hier geht's runter. Nicht so tief, aber es geht runter. So. Grünes Licht, das ist ja ein gutes Zeichen. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass es völlig falsch ist, was ich da gerade denke. Uiui. Okay, hier geht's nicht weiter, glaube ich, oder? Nee. Hier geht's weiter. Hier ist es auch sehr kalt. Aber hier brutzelt was. Da ist wohl eine Sauna in der Nähe. Na gut. Jetzt kommen gleich Zombies, habe ich das Gefühl. Hm, doch nicht. Wärmen. Okay. Geht nichts. Wo geht's hier weiter? Hallöchen. Hallo. Tod, lebt, tot, lebt, tot. Ne, Quatsch. Tod, lebt, tot, lebt, tot. Muss man da irgendwas drücken oder sowas? Nee. Was ist das? Oh mein Gott! Scheiße, wo führt das hin? Ich glaube, da geht es nirgendwo lang. Ja, wieder zurück. So.
Geht's hier doch weiter? Nee. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich spiele das Spiel zum zweiten Mal. Wo soll ich das wissen? Ah, ja. Ah. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ach so. Tür geöffnet. Okay, das hätten wir. Soll ich den Part beenden? Ich sage mal ja. Okay. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus.